Und wir blicken auf die Auswirkungen, die dieser Krieg unter anderem auch eben für Deutschland hat. Denn immer mehr Menschen suchen in Deutschland Zuflucht. Allerdings auch nicht nur Ukrainerinnen und Ukrainer. Immer mehr Kommunen kommen aber genau bei diesem Zustrom an die Grenzen ihrer Kapazitäten für die Unterbringung. Jetzt sagt die Unionsfraktion im Deutschen Bundestag zur Bundesregierung, Migration muss Chefsache werden und man muss strenger kontrollieren, wer kommt und wer darf bleiben. Du hast das Recht, hier zu stehen oder ich lege, oder was? Die Stimmung ist aufgeheizt, denn eigentlich sollte hier im knapp 60.000 Einwohner großen Greifswald eine Flüchtlingsunterkunft mit 500 Plätzen gebaut werden. Doch der Plan sorgt für heftigen Widerstand bei Anwohnern und Stadtvertretern. Erst am Montag war es zwischen Protestlern und Polizei zu Handgreiflichkeiten und Wortgefechten gekommen. Die Wut hatte sich auch gegen Oberbürgermeister Stefan Fassbinder gerichtet. Unter Polizeischutz hatte dieser eine Sitzung verlassen müssen. Proteste, die Stadt und Landkreis offenbar zum Umdenken bewegen. Wir überlegen jetzt, ob wir vielleicht mehrere Grundstücke anbieten können oder der Landkreis mehrere Grundstücke bekommt, vielleicht auch noch von Dritten, wo vielleicht 100 bis 200 Menschen untergebracht werden können. Das ist deutlich aufwendiger und deutlich schwieriger, aber ist die Lösung, die wir im Moment bevorzugen. Aber es müssen auch solche Grundstücke gefunden werden. Wie in Greifswald seien die Kapazitäten vieler Kommunen zur Unterbringung von Geflüchteten erschöpft, sagt die Union und fordert in einem Bundestagsantrag eine Kehrtwende in der Migrationspolitik. Die Kritik: Deutschland gehe einen migrationspolitischen Sonderweg in Europa. Die Bundesrepublik müsse auf eine faire Verteilung der Flüchtlinge zwischen den EU-Staaten pochen und Abschiebungen auch tatsächlich umsetzen. Diejenigen, die hier bei uns Schutz und Bleibe suchen und einen Asylgrund haben, müssen natürlich hier bleiben dürfen. Aber diejenigen, die rechtskräftig abgelehnt worden sind, die müssen das Land auch wieder verlassen. Sonst bricht das ganze System zusammen. Die Kommunen, die Städte, die Gemeinden, die Kreise, die können einfach nicht mehr. Eine Sorge, die auch Menschen in Greifswald umtreibt. Ob Geflüchtete hier künftig doch in mehreren und nicht nur in einer Containereinrichtung untergebracht werden, darüber wird zur Stunde diskutiert. Da weitere Proteste erwartet werden, ist die Polizei bereits vor Ort. Wir sprechen mit Daniel Koop für uns in Greifswald. Auch Daniel ist vor Ort. Einen schönen guten Abend. Daniel, wir haben gerade schon von dir erste Bilder und Eindrücke erhalten. Jetzt heißt es, es wird weiter gesprochen seitens der Politik. Aber es gibt eben auch so die unterschwellige Meldung und Informationen, dass die Politik eigentlich gesagt hat, an der Ist-Situation und diesem geplanten, der geplanten Unterkunft wird man nichts mehr ändern. Wie frustriert sind die Menschen vor Ort und ist das wirklich schon das letzte Wort der Politik? Also ich glaube persönlich, dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, weil man hier von Seiten der Stadt, aber auch vom zuständigen Landkreis mitbekommen hat, dass es da eine große Frustration gibt. Also wir sprechen ja vor allem über dieses Containerdorf, was man da errichten wurde oder errichten wollte oder errichten will mit 500 Menschen. Und es scheint jetzt so zu sein, dass man da etwas am Umdenken ist und am Schauen ist, ob man nicht vielleicht doch in der Lage ist, das Ganze ein bisschen zu verteilen. Also dass es nicht diesen einen Ort gibt, wo dann bis zu 500 Menschen auch untergebracht werden. Wir können uns das Ganze mal anschauen. Also jetzt hier, hau ab, wird hier gerufen. Eine Demonstration, die auch angemeldet war. Menschen, die hier hingekommen sind, die man sicherlich auch dem linken Flügel ja zuordnen kann. Aber die sagen, wir sind ein offenes Land. Also wenn wir beispielsweise mal auch auf diese Banner da schauen, Menschenrechte gelten für alle. Auf der anderen Seite Menschen hier aber auch, die hingekommen sind aus Greifswald. Und auch da können wir mal schauen, dass sich die Polizei gerade auch genau mit diesen Menschen auch versucht zu unterhalten. Denn das ist eine Demonstration gewesen, eine Versammlung gewesen, die auch nicht angemeldet war hier bei der Polizei und bei der Stadt. Und das sind Menschen, die ganz klar sagen, was aktuell hier passiert in Greifswald, dass hier so viele Menschen wirklich auch hinkommen aus dem Ausland. Das möchten wir nicht, da fühlen wir uns nicht sicher mit. Da wird auch so ein bisschen davon gesprochen, dass Menschen aus dem Ausland angeblich deutlich mehr Vorteile erhalten als ja der ganz normale Bürger hier vor Ort. Die Polizei schaut sich das Ganze jetzt gerade hier
hier auch noch mal genauer an, versucht da mit den Menschen auch zu sprechen, versucht wahrscheinlich auch so ein kleines bisschen zu deeskalieren. Das ist sowieso den ganzen Abend hier so ein bisschen die Strategie der Polizei gewesen, das Ganze zu deeskalieren. Aber man hat schon gemerkt, das war hier den ganzen Nachmittag schon relativ auch aufgeheizt gewesen, einfach weil man diese beiden Lager voneinander auch trennen wollte. Die Demonstration am Nachmittag war deutlich größer gewesen. Da waren es einige hundert Menschen, die hier hingekommen sind. Jetzt sind einige wenige noch übrig geblieben. Wir müssen jetzt auch noch ein kleines bisschen zurückgehen, sagt der Polizist jetzt uns hier gerade. Am Montag war es ja so gewesen, dass es da zu einer richtigen Eskalation noch am Abend kam. Da wurde ja sogar der Bürgermeister angegangen. Das will man vermeiden, deshalb großes Polizeiaufgebot an diesem Abend hier vor Ort in Greifswald. Und Daniel, obwohl es so laut ist, und das hören wir natürlich auch hier im Studio, es zeugt doch von einer gewissen Sprachlosigkeit. Zumindest hat man den Eindruck, man kann nicht mehr miteinander über das Thema reden. Das dürfte der Politik nicht verschlossen bleiben. Kann sie aber die eine wie auch die andere Seite verstehen? Geht man darauf ein, auf das, was die Menschen dort umtreibt in Greifswald? Also ich glaube persönlich, wir haben ja heute uns auch mit dem Bürgermeister hier unterhalten. Wer mit Argumenten kommt, den versucht man hier auch zu hören. Aber ja, und das haben wir auch gehört, es wurde hier eben auch laut Bürgerentscheid gerufen. Also Menschen, die sagen, wir fühlen uns in diese ganzen Diskussionen nicht richtig mit einbezogen. Und ich glaube schon, dass das etwas ist, das muss man von Seiten der Politik natürlich auch ernst nehmen. Aber man muss auch sagen, es gibt hier einfach auch Leute, die teilweise hier hinkommen. Und ich glaube, genau das sind auch diese Menschen, die wir gerade jetzt hier im Hintergrund sehen. Die sind hingekommen, die wollen Stimmung machen, die wollen ein bisschen Krawall machen. Da gibt es dann auch keine richtigen Argumente, die da ausgetauscht werden. Aber wir haben auch mit Leuten gesprochen, das waren ganz normale Bürger hier aus Greifswald, die gesagt haben, wir fühlen uns nicht mit einbezogen. Wir würden uns mehr wünschen, dass wir ja gehört werden und wir wollen in den Dialog mit der Stadt, mit dem Landkreis kommen. Daniel, danke schön nach Greifswald. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.